Das Thema ist ja, werden das Spiel dann hinten raus natürlich früher entscheiden können. Hatten die Chance auf das 4-1 und dann auch noch aufs 5-1. Haben die nicht gemacht. Und wie so ein Spiel läuft bei einem sehr, sehr guten Gegner, wird es dann hinten raus eben eng. Gut, ob man den Elfmeter jetzt geben muss, ist die eine Frage. Wir hatten gegeben und dann haben wir alles gegeben, um nicht noch den Ausgleich zu bekommen. Hatten dann natürlich auch das Quäntchen Glück mit dem Pfostenschuss und dass auch immer noch irgendwo ein Bein von uns dazwischen war. Ja, ich denke, über 90 Minuten war es ein super Kampf, tolles Pokalspiel. Denk, vielleicht verdient für uns der Sieg, aber beim Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren können. So haben wir das Spiel mal gewonnen. Beim Saisonspiel war es ähnlich von der Spielverteilung, auch ein ausgeglichenes Spiel, da haben wir verloren. Und heute hatten wir eben ein bisschen mehr Glück und ja, am Ende das Näschen vorne. Natürlich wünschen wir uns gerade im Pokal durchaus auch mal einen Gegner, vielleicht noch eine Klasse höher, was ja auch immer sehr spannend ist, mal auch gegen andere Mannschaften zu spielen, auch wenn wir natürlich gerne immer gegen Rittrode spielen, das sind immer spannende Dinge. Aber ja, da vielleicht nochmal einen Verbandsligisten, ist immer spannend. Ja, und mal gucken, wie weit wir da kommen können. Hab den Jungs auch heute gesagt, wir wollen so weit kommen, wie es geht. Ja, und sind froh, dass wir heute die Runde weitergekommen sind. Naja, wir spielen ja keinen Pokal, den wir nicht gewinnen wollen. Also natürlich wollen wir da vorne mitspielen, beziehungsweise die Chance haben am Ende. Ja, gucken wir mal, was bei rumkommt. Ich denke, wir sind in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen, die da drin ist im Kreispokal, auch wenn es natürlich gegen die Verbandsligisten immer eng wird. Aber ja.